Hallo zusammen, heute sprechen wir über Alpha-Lipoinsäure. Sie ist sehr gut für unseren Körper. Sie hilft bei der Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper und verbessert die Leberfunktion, da sie die Leberzellen von Schäden schützt. Es verbessert das Hormonsystem, die Verdauungsfunktion und das Herz-Kreislauf-System. Aber laufen Sie nicht gleich zur Apotheke. Alpha-Lipoinsäure beschleunigt den Stoffwechsel, wir erhalten eine Menge Energie. Deshalb verwenden es viele Sportler. Es hilft, Glucose in die Zelle zu bringen oder umgekehrt sie zu entfernen. Wenn Sie sich entschieden haben, abzunehmen, wird Ihnen Alpha-Lipoinsäure auf jeden Fall helfen. Wenn Sie sich aber nicht richtig ernähren, wird das Gegenteil eintreten, Sie nehmen zu. Es ist auch ein Antioxidant und hilft, den Körper von Giftstoffen zu befreien. Alpha-Lipoinsäure verschreibt Ihnen Ihr Arzt zur Vorbeugung von Diabetes und Insulinresistenz. Es erhöht die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin und senkt den Zuckerspiegel. Wie soll ich Alpha-Lipoinsäure einnehmen? Alpha-Lipoinsäure sollte auf nüchternen Magen in Dosierung von 200 mg bis 1 Gramm eingenommen werden. Alpha-Lipoinsäure sollte nicht gedankenlos eingenommen werden, da sie Nebenwirkungen hat. Es ist verboten, es in Kombination mit Alkohol, Eisenpräparaten oder Vitamin B12 einzunehmen. Nach der Einnahme dieser Säure spüren Sie zunächst einen Energieschub, der 1 bis 2 Wochen lang andauert. Später ändert sie die Situation zum Schlechteren. Alpha-Lipoinsäure bindet Eisen und entfernt es aus dem Körper. Häufig leiden Menschen an Eisenmangel, sodass Alpha-Lipoinsäure gegenanzeigend ist. Je höher die Dosierung und je länger die Einnahmedauer, desto mehr Eisen scheidet der Körper aus. Es ist besser, nicht zu riskieren.